Haben Unionspolitiker wie Jens Spahn nicht einen Punkt, wenn sie fordern, wir bräuchten eine Begrenzung? Spahn hat ja tatsächlich vorgeschlagen, wir sollten eine Pause einlegen. Nun ist das Weltgeschehen keine Netflix-Serie, wo wir einfach mal auf Pause drücken können. Wir müssen reagieren, wenn Menschen beispielsweise aus der Ukraine zu uns kommen und Schutz suchen oder auch aus anderen Ländern. Wir haben die humanitäre Verpflichtung, da auch zu reagieren. Wir haben ein Asylrecht, das Teil unserer Verfassung ist und wo wir ganz klar zu stehen. Wir unterstützen Länder und Kommunen ja auch bei den wichtigen Aufgaben, eben die Kinder in Kitas und Schulen zu versorgen, die Menschen unterzubringen, für ihre Integration zu sorgen, möglichst auch für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Das sind alles große Aufgaben, das wissen wir. Und deswegen haben Länder und Kommunen da auch unsere volle Unterstützung.